Okay, wir machen weiter bei Let's Play The Witcher. Ihr habt gesagt, im letzten Part war der Sound ein wenig zu leise hier. Ich habe es geändert. Minimal. Sagt mir, ob es in Ordnung ist oder ob nicht. Und ja, dementsprechend werde ich es anpassen. Des Weiteren habe ich minimal meine Grafikeinstellungen überarbeitet. Ich hoffe, es ist trotzdem noch ansehbar. Es ist nicht wirklich am Laggen, aber flüssig direkt ist es auch. Ja, sagen wir es mal so. Ich merke einen Unterschied zwischen der Aufnahme, beziehungsweise wenn ich am Aufnehmen bin, wie wenn ich nicht am Aufnehmen bin. Wo soll ich eigentlich lang? Verdammt nochmal. Da vielleicht? Ja. Na, Leo. Stimmt, mit dem war was. Fertig, Geralt? Hm. Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Geralt, ich warte. Geht voran. Ich sollte doch irgendwie noch... Achso, I ist also im Metall. Ich sollte doch irgendwie einen Trank jetzt trinken. Donner, erhöht den Schaden, macht jedoch ausreichend parieren unmöglich. Habe ich ihn jetzt getrunken? Doppelklick? Was muss ich machen? Rechtsklick? Huch. Ja, rechtsklick. Bewegt den Cursor über ein Effektsymbol. Okay. Umhunden. Hm. Verstehe. Gut. Mal sehen, was kommt. Ich werde gucken, dass ich möglichst viele Sidequests erledigt kriege. Sofern es sie denn gibt, wovon ich mal schwer ausgehe. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. So. Neuer Eintrag im Tagebuch. Charaktere Leo. L vielleicht? Ne, warte mal. I. Gegenstand weglegen. Wie kriege ich denn mein Tagebuch auf? Ah, hier. Tagebuch. Der Professor. Wenn ihr die Information darüber lesen wollt... Oder wenn ich sie euch zeigen soll, sagt mir Bescheid, schreibt mir in den Part. Dann gehe ich da gerne näher drauf ein, weil ich weiß, dass diese Charakterinfos abgedatet werden. Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant. Vielleicht sagt ihr, nö, interessiert mich nicht, spiel einfach das verkackte Spiel. Hexenmeister, mhm. Ja, wie gesagt, falls ihr die Sachen wissen möchtet, sagt mir Bescheid. Ich agiere dementsprechend. Und fertig. Punkt aus Ende. Los, lauf hinterher jetzt. Doppelklick auf isometrische Kamera oder auf den Boden. Pfeifen auszuweichen. Hä? So, was ist jetzt? Doppelklick? Ah, okay. Verstehe. Ah, ich habe den falschen Kampfstil. Sag mir das doch. So, Kampf. Ah, ja. So, du bist tot und du gleich auch. Hoffe ich nicht. So, weg mit dir und... Ne, ich könnte natürlich jetzt den einen hier auseinandernehmen, aber ich gehe lieber 2 gegen 1, weil das ist viel fairer. Ja, Leo macht das schon. Braucht mich eigentlich gar nicht. Aber wissen, sehe ich dabei cooler aus als er. Habt ihr gesehen, wie ich hier mit dem Schwert rumgetanzt bin? Nein, habt ihr nicht. Dann guckt einfach nochmal. Ah, hier, wie läuft der, mein Gott. So, hier, ich erinnere mich, wo wir sind. Okay. Der Gruppenkampf, eine Gruppe schwächere Gegner wechselt C. Okay, damit haben wir Q, R und C, glaube ich. Das ist schlecht, ich habe gerade eine Zigarette an. Verdammt. Hol dein Schwert, los. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, er wirft schlägt einfach in alle Richtungen dann, oder? Kann das sein? Ihr hättet fliehen sollen, als ihr noch konntet. Hallo, schlag doch. Ja, wo ist eigentlich Leo hin? Achso, der steht... Was zum... Ja, okay, wenn man Langeweile hat, dann kann man das natürlich auch machen. Was zum... Huch. Achso, ja. Gib. Stimmt, das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Die ganzen Leute untersucht. Überreste? Natürlich. Da sind Überreste, aber da ist nichts drin. Da, noch mehr Überreste, die noch am Leben sind. Zum Labor. Und natürlich kriege ich jetzt eine SMS. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Schöne Grüne. Schöne Grüße an Tanja O., die mir das gerade geschrieben hat. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Hexolabor. So ein Zufall.
Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Ich hoffe mal, dass das nicht auf Zeit geht. Spiel auf Zeit mag ich gar nicht. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Erinnere ich mich zum Beispiel auch nicht dran. Neue Region wird betreten. Korridor. Hinterher, los! Verteidigung Kaer Morhen. Ich muss Leo folgen, um das Art zu lernen. Ah, da. Kreis der flüsternden Steine. So, und ich hoffe, ich war nicht die ganze Zeit gemutet, sonst habe ich ein Problem. Aber dann stört mich das jetzt auch nicht. So, links liegt auf ein Zeichen zu erlernen. Okay, wir sollen uns später im Spiel noch umgucken, um weitere Sachen zu lernen. Ja, los. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Oh, super. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Das A-Zeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Feinde zurückzustoßen. Okay, ah. Ah, okay, cool. Ja. Ich habe übrigens natürlich gemerkt, dass der Mauszeiger nicht im ersten Part war, wie das Level 4 schon geschrieben hat. Wenn ihr den sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich ihn wieder an. Ich weiß zwar nicht, was euch das mehr bringt, aber wenn ihr den haben möchtet, schreibt mir das und ich mache ihn wieder an. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm ohne Mauszeiger, aber da ist ja jeder andere Ansicht. Was haben wir denn da? Drei Gehirne. Feuerstein, meine ich. Genau. Fledermäuse. So. Hier, glaube ich, oder? Ja. Außenbereich von Kaer Morhen. Oh, da... Was war das? War das mein Thunderbird? Nein. Das war draußen. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ach, ihr dummen Kinder. Wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind. Es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weist dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savola. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Ja, das ist eines der Momente, wo man entscheiden kann, welchen Weg man nun einschlägt. Entweder wir helfen Wesemir oder wir helfen Triss. Da Triss eine Frau ist und die bekanntlich das schwächere, aber auch das schönere Geschlecht sind, werde ich natürlich mit Triss das gehen. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savola hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Vorsicht!
Woran erinnert er mich? An irgendeinen von Mortal Kombat, glaube ich. Ja, das ist ganz klar ein Sieger. Das haben wir ja schon feststellen können. Schnell, verteidigt das Labor! Okay. Wie er läuft, oh mein Gott. So, ich glaube, wir sind wieder, genau, in Kaer Morhen, im Innenbereich. Ich weiß noch nicht, ich werde hier keine feste Zeit festlegen bei den Parts. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Ja. Formeln Waldkauz. Waldkauz erhalten. Gut, wo lang? Da lang? Was ist das denn hier? Ah, das ist das A-Zeichen, okay. Ja, wo muss ich denn lang? Da lang? Ich weiß es nicht. Ja, was ich sagen wollte, ich werde keine festen Zeiten festlegen. Es kann sein, dass ich mal eine halbe Stunde aufnehme, mal 20 Minuten, aber weniger als eine Viertelstunde sollte es nicht sein. Es kann aber auch durchaus sein, dass es mal 35 Minuten sind. Weil ich will halt ungern in spannenden Passagen aufhören. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Okay, was sollen wir machen? Ihr unterschätzt euren Gegner. Jetzt stärkt mich die Energie meiner Männer. Krass. Niemand legt sich mit den Salamandern an. Niemand! Okay, ich glaube, ich muss... Oh. Okay, ich glaube, ich muss die Gegner hier killen, damit er seine Kraft verliert. Kann das sein? So, und jetzt auf ihn. Geralds Ausdauer, die durch den gelben Balken dargestellt wird, sind jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen einsetzt. Wenn ihr aus der Nähe seid, könnt ihr keine Zeichen wirken. Waldkauz. Okay, dann verwende ich das doch mal. So, wo ist denn Waldkauz? Hier das? Ne, Schwalbe. Ja. War vielleicht nicht das... Ja. Okay, er ist weg. Ich habe mich für den schweren Kampf jetzt gerade entschieden. So, jetzt greif ihn an. Oh Gott, ich mache immer wenig Schaden. Ja, viel ist natürlich jetzt Timing. Wo ist meine Energie? Naja, die hält sich in Grenzen. Könnte besser sein. Oh, ich habe nicht richtig getroffen. Aber ist nicht schlimm. Effekt hat es trotzdem erzielt. Hallo, greif ihn an. Von hinten kommen irgendwelche Zurufe. Wo ist der Waller? Hey. Oh Gott, wir können keine Zeichen wirken, glaube ich. Kann das sein? Er ist nicht besonders schnell. Ah, jetzt verstehe ich das. Das soll wohl ein Tipp sein, dass wir hier den starken Kampf hier verwenden sollen. Ja, und ihr habt geschrieben, dass sich bei The Witcher 2 das Kampfsystem ein wenig verändert haben soll. Ich bin gespannt. Okay, los, komm. Bam. Von außen werden wir angefeuert. Niemand legt sich mit den Salamandern an. Niemand! Oh, doch. Ihr schafft das. Er ist nicht besonders schnell. Ja, das stimmt. Seid ihr verletzt? Übrigens, schöne Todessequenz. Hat er euch erwischt? Wer ihn angesprungen hat. Fand ich cool. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Zavola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. So. Ja, ich muss zum Labor laufen. Ach so, ja, stimmt. Da oben ist natürlich eine Karte, die ihr jetzt gerade nicht seht, wo ich mit der Maus zeige. Aber ich schätze mal, das soll uns den nächsten Punkt zeigen, wo wir hin müssen. Und ich habe Schluck auf. Und ich nehme das Bier mit. Das kann nie verkehrt sein. Ihr werdet mich ja sicherlich unterstützen, wenn ich sage, Bier kann nie schädlich sein. Gehst du vielleicht da durch? Oh, Triss. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Ja, wohin? Darunter? Ja, ich glaube schon. Ich will aber eigentlich bei... Nochmal mit der reden, Moment. Ja. Zum Wohl das, ich habe... Nein, nicht Tagebuch, Karte, System. Ich habe einen Levelanstieg gehabt. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es verwenden kann. C vielleicht? Charakter? Nee. V, J, Y, Z, weiß ich nicht. System, Karte. Gefährlich, aha. Nein, es ist kein Tagebuch. Es ist ein Tagebuch?
Nee, oder? Nö. Nein, das ist es auch nicht. Ja, irgendwie, vielleicht, naja, keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Ja, zum Multitalent irgendwie wechseln. Verdammt, ich würde gerne diesen Stufenanstieg da verwenden, aber... Keine Ahnung, scheißegal, brauchen wir nicht. Uri Geller. Heißen diese Uri, das dass ist du ein Pirat bist? Haben, was wir ja, sowas ähnliches. Ich guck gar nicht rein. Er wollte eigentlich nur eine Kiste haben. Mit schöner Glatzenpolitur für seine Mütze. Er hat ja gar keine Glatze. Oh mein Gott. Aber interessanter Nasenschmuck. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Weniger schön. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffarts Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wese mir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Ah, Meditation, okay. Mhm. Da unten das Zeichen, also okay. Ich ruhe mich aus, okay. Ihr habt Talente verdient. Verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen. Anschließend Attributenzeichen und Kampfzielen. Mhm. Aufwerten, okay. Auswahl auszufällen. Links auf das Stundenglas, okay. Ah, okay. Hm, was machen wir denn da? Wir haben 3 Bronzepunkte. Aha. Das heißt, wir könnten Stärke... Moment, geht das? Nein. Ausruhzeit erhöht, okay. Das heißt, das geht jetzt? Okay, verstehe. Aha, ich verstehe. Okay, das heißt, hier diese roten Punkte, die können wir verwenden mit diesen Bronzezeichen, die wir haben, mit diesen Bronzetalenten. Ab hier brauchen wir Silber und oben sind das dann goldene. Verstehe, okay. Gut, also entweder holen wir Immunität gegen Schmerz. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Mhm. Was haben wir hier? Es geht nicht. Erfordert Verzehr eines Mutagens. Okay. Moment, ich versuche was. Ah, okay, verstehe. Parieren plus 10% und hier erfordert Bronzetalent. Ja, ich glaube, so lasse ich das. Was? Hä? Moment. Starker Stahl? Schneller Stahl? Ich verstehe. Ah, Moment. Ich glaube, ich verstehe. Ach so, okay. Das heißt, wir können alles Mögliche an diesen Sachen hier verbessern. Wir können jetzt Chance auf Lähmen noch holen. Okay, okay, ich verstehe. Winkel 180. Das heißt, diese ganzen Punkte, die wir haben, Silberschwert, Stahlschwert, Zeichen, die haben alle einzelne Attribute, die wir verändern können.
Okay, dann denke ich mal, werde ich auf das Zeichen am Anfang gehen. Ja, denke ich schon. So, was haben wir denn hier? Ausdauerkosten 15, erfordert Bronzetalent, Chance auf Lähmen kommt dazu. Okay, bewirkt Niederschlag. Nicht verkehrt. Was? Um den Machtverstärkung eines Zeichens zu starten? Rechtsklick und gedrückt halten, habe ich, aber... Was? Um den... Natürlich, im Kampf, klar. Ich verstehe. So, gut. Dann haben wir noch einen Punkt über und ich denke, den sollten wir auf Stärke irgendwo setzen. Damit verbleiben 0 Talente, beginnender Hexer. Okay, hier sind wahrscheinlich die ganzen Stufen, die wir maximal aufsteigen können. Okay, jetzt, wie das mit dem Meditieren klappt, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich weiß, dass ich hier einstellen kann, wie lange wir meditieren. Aber ich weiß nicht, was es bringt. Wenn ihr das wisst, sagt mir das bitte. Ich bin da, ich habe echt keine Ahnung. Ich kann jetzt 8 Stunden meditieren. Aber was es mir bringt, weiß ich leider nicht. Also wenn ihr da irgendeine Ahnung von habt, schreibt mir das bitte. So, wir sind wieder wach. Huch, das war nicht geplant. Ist egal. So, wo laufen wir hin? Ich glaube, wir sollten wieder zu Triss früher oder später. Aber ich möchte mal gerade gucken, wie das ist, wenn ich meinen Art auflade. Zauber... Muss ich es genau in der Mitte treffen? Oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir reden nochmal schnell mit Wesemir. Mose. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Ja. Linksklick auf das Rollensymbol oder gedrückt J, um das Tagebuch zu öffnen. Mhm. Gut, machen wir. Das kann ich eigentlich umwerfen. Moment, das will ich mal probieren. Stopp. Und danach höre ich auf. So, komm her. Okay, ich habe jetzt gleich jetzt. Interessiert dich. Ja, so ähnlich war es geplant. Naja, was soll's. Ey, ich kann tanzen, komm mal. Okay, Leute, ich sage auf jeden Fall an der Stelle danke fürs Zugucken. Einiges wurde geschafft. Mich würde interessieren, hättet ihr den anderen Weg eben eingeschlagen? Wärt ihr hier bei Wesemir geblieben? Wärt ihr auch mit Triss gegangen? Schreibt mir das alles unter die Kommentare, nur so kannst du ein erfolgreiches Let's Play werden. Kommuniziert und sowas. Und falls nicht, dann... sowas, ne? Okay, Leute, ich sage bis zur nächsten Folge von The Witcher. Viel Spaß noch. Tschüssi!